Willkommen zu einem neuen Blogartikel, willkommen zu einem neuen Video. Es stehen ja demnächst die Oktober-Workshops an bei Bogenbalance und da werden wir uns wieder mal mit barocker Musik befassen. Und aus diesem Grund möchte ich dir heute zwei stilistische Mittel zeigen, die dort angewandt werden, die du allerdings eigentlich sehr oft brauchst, wenn du barocke Musik spielst. Das eine ist eine Form, eine Melodie zu einem Abschluss zu bringen. Und zwar findet das beim Dreivierteltakt sehr oft statt. Ich spiele dir mal so eine Melodie am besten vor und dann hörst du es vielleicht gleich raus. Also die geht jetzt so, es geht jetzt mehrere Takte lang, ja? Hast du gemerkt, wie das so ganz natürlich seinen Schluss findet? Jetzt habe ich allerdings hier eine Sache ganz von alleine gemacht. Ich habe nämlich ein kompositorisches Mittel eingesetzt, was der Komponist zwar meint, aber überhaupt nicht schreibt. Ich habe nämlich aus dem vorvorletzten Takt und dem vorletzten Takt einen großen Takt mit jeweils drei halben Schlägen gemacht. Wie das Ganze funktioniert, wie man das liest und wie man das spielt, schau dir doch einmal im nächsten Beitrag an. Lass dir hier anhand von diesem kleinen Ausschnitt aus unserer Ouvertüre einmal zeigen, wie ein barocker Komponist zu Schlüssen findet. Wenn du die Sache anschaust, dann siehst du hier den Melodieverlauf in der oberen Stimme, gell? Und hier findest du am Ende einen Schlusston. Im Bass siehst du es auch ganz bestimmt. Da ist nämlich danach auch eine Pause. Das ist mal ein deutliches Zeichen. So, jetzt ist ein Absatz geschaffen. In den Mittelstimmen siehst du allerdings hier, dass die Sache dann gleich weitergeht mit einer anderen Sache. Gut, aber wie findet jetzt der Komponist zu diesem Schluss? Und dazu bedient er sich einem kleinen kompositorischen Trick, den man Hemiole nennt. Stell dir vor, du hast lauter Dreivierteltakte und du sagst immer 1, 2, 3, 1, 2, 3 und am Ende machst du einen langsamen Takt und sagst 1, 2, 3, Schluss. Und damit hast du ganz natürlich zu einem Schluss gefunden. Und dieses ist in den Noten allerdings nicht ganz so leicht zu sehen. Wenn man es allerdings spielt, kommt man sehr schnell drauf. Es ist nämlich so, dass man hier in diesen letzten beiden Takten vor dem Schluss, also das beginnt hier und endet hier, macht man aus zwei Dreivierteltakten im Grunde genommen einen dreihalbe Takt. Man betont nämlich diese Note hier, in dem ersten Takt den ersten Schlag, dann betont man diese Note hier, den dritten Schlag in dem Takt und man betont wieder hier den zweiten Schlag in dem zweiten Takt. Das fordert von dem Spieler, dass er sich darin etwas auskennt. Und meistens kommt man beim Musizieren schon drauf. Ich habe dir hier, damit es dir mal klarer wird, die Sache nochmal anders aufgeschrieben. Ich habe nämlich tatsächlich hier einen dreihalbe Takt eingeführt und habe die Taktschläge jetzt bei den Noten mit Akzenten versehen, sodass du wirklich sehen kannst, hier ist der erste Schlag, der zweite Schlag und der dritte Schlag und jetzt kommen wir zum Schluss. Dieses werden wir sehr oft finden in unseren Stücken. Ich habe daher im Workshop in die normalen Noten einfach auf diese entsprechenden Noten, so wie ich das jetzt mache, hier einfach Akzente draufgesetzt. Und jetzt kennt man sich sofort aus und weiß Bescheid, aha, da haben wir es also wieder mit einer Hemiole zu tun. Ich mache es gerade noch fertig. Dann siehst du es da noch. Da. Da auch. Und da auch. Und jetzt kommt noch hier ein Bass, wenn wir es auch noch machen. Halt, das war verkehrt. Da müssen wir es machen. Da nicht. Und jetzt hier. Und wenn du dir das jetzt mal anhören möchtest, dann klingt das so. Hast du gemerkt? Man hat deutlich gemerkt, wie er aus zwei Dreiertakten einen großen Dreiertakt gemacht hat. Dieses wirst du also in dem Stück des Öfteren finden. Möchtest du es nochmal auf beide Arten hören? Ich spiele dir mal vor, wie das klingen würde, wenn man die Hemiole nicht spielt. Dann würde das so klingen. Ja? Oder mit Hemiole.
ist einfach die Betonung ein bisschen anders. Findest du nicht auch, dass das einfach natürlicher klingt, wenn man das macht? Gut, du musst es herausfinden. Meistens wirst du es aber beim Musizieren selber herausfinden. Es findet übrigens immer vor Schlüssen statt. Immer wenn die Melodie sich zu einem Schluss begibt, dann findet man die Hemiode. Jetzt wird es aber noch verrückter. Es ist nämlich in der Barockmusik des Öfteren so, dass Noten ganz anders gespielt werden im Rhythmus, als sie eigentlich dastehen. Und was es damit auf sich hat, siehst du im nächsten Beitrag. Lass dir an diesem Stück einmal zeigen, wie man barocke Noten interpretiert, wenn der Rhythmus nicht ganz klar ist. Du siehst hier ein Stück, das vor allem im punktierten Rhythmus stattfindet. Siehst du hier dieses punktierte Achtel, das immer von einem Sechzehntel gefolgt wird. Das geht meistens so weiter. Wenn du die ganze Melodie hier mal anschaust, geht es im Prinzip immer so weiter. Jetzt wusste der barocke Spieler Folgendes. Wenn ich vorher so ein Achtel habe, dann habe ich das an den Rhythmus angeglichen. Das heißt, ich spiele dieses Achtel als Sechzehntel unmittelbar vor dieser Note. Wollen wir das jetzt einmal hier richtig notieren, sodass es so aussieht, wie es tatsächlich klingt, dann müsste man jetzt Folgendes machen. Ich müsste dieser Note hier, die ja bekanntlich einen Punkt hat. Der Punkt bedeutet hinter einem Viertel die Verlängerung um ein Achtel. Ich müsste jetzt diese Note noch einmal verlängern, und zwar so viel, sodass diese Note nur noch ein Sechzehntel sein kann. Und das macht man dadurch, dass man hinter diesen Punkt noch einen zweiten Punkt schreibt. Das sieht also dann so aus. Der zweite Punkt bedeutet nichts anderes, als dass die Länge des ersten Punktes nochmal um die Hälfte verlängert wird. Es ist also ein Viertel plus ein Achtel plus ein Sechzehntel. Und jetzt bleibt insgesamt zu zwei Schlägen nur noch ein Sechzehntel übrig. Und du siehst schon hier, hat das Notationsprogramm automatisch eine Sechzehntelpause gelegt. Die müssen wir jetzt nur noch durch die entsprechende Note ersetzen. Und jetzt haben wir den Rhythmus tatsächlich so, wie er gespielt wird. Du fragst dich bestimmt, was soll das eigentlich? Warum hat der Komponist das nicht geschrieben? Das hat einen ganz einfachen Grund. Auch die Notenschrift musste sich im Laufe der Jahrhunderte entwickeln. Diese Schreibweise mit den zwei Punkten war schlicht und einfach in der Barockzeit noch nicht bekannt. Deswegen hat man als Spieler diesen Kompromiss gemacht. Man wusste einfach, man musste so spielen, wie das da oben dargestellt ist. Zum ersten Mal erwähnt als Vorschlag hat das Leopold Mozart. Leopold Mozart ist ja bekanntlich ein Komponist der Klassik. Der hat eine Violinschule geschrieben und in dieser Violinschule schlägt er vor, wie wäre es denn, wenn wir hier einen zweiten Punkt einführen, sodass wir dann den Rhythmus tatsächlich so notieren können, wie er gespielt wird. Also hat sich das Notenschreiben auch entwickeln müssen. Im Grunde genommen müsste man jetzt dieselbe Sache vornehmen hier an dieser Stelle. Hier müsste man auch wieder ein doppelt punktiertes Viertel schreiben und hier ein Sechzehntel. Genauso hier. Und dann hat man einen sehr prägnanten Rhythmus, der wirklich packend ist, weil er immer in diesem punktierten Achtel- und Sechzehntel-Rhythmus funktioniert. In der Regel spielt man allerdings aus barocken Noten in ihrer alten Schreibweise und muss das heutzutage als Musiker einfach wissen, dass man das macht. Ist es nicht ein bisschen verrückt? Aber ich will dir einfach mal die Passage, die wir da gerade behandelt haben, vorspielen auf beide Arten und du wirst mir wahrscheinlich zustimmen, dass die zweite Art, nämlich die mit der Veränderung, wesentlich packender vom Rhythmus ist. Ich spiele es aber jetzt erst einmal so vor, wie es da so dasteht. Wenn wir also jetzt nicht wüssten, bei der Barockmusik macht man das so oder so, dann würde das so klingen. Achte einfach auf die vierte Note, um die ging es. Ne? Ich mache es gleich nochmal. So, und jetzt mache ich es auf die Art, wie es der Barockspieler tatsächlich spielt. So.
überzeugt es deutlich mehr. Merkst du das? Der ganze Rhythmus hat halt jetzt einen Zusammenhalt, der sonst nicht da wäre. Übrigens, wenn man das Stück durchanalysiert und mal schaut, welche Noten unter den verschiedenen Stimmen kommen, dann merkt man, dass dieses Achtel, wenn es als Achtel notiert ist, von der Harmonie auch nur zu dem Sechzehntel passen. Das ist für mich der ganz klare Beweis, dass man tatsächlich diese Note so spielen muss. Gut, wir werden sehen im Workshop, wie das Ganze funktioniert. Bis dahin alles Gute und wenn du möchtest, lies doch mal unten den Blogartikel dazu. Da wird dir noch einiges anderes über die Barockmusik insgesamt erklärt werden. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.